Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail. Heute ist ja Samstag, das heißt, morgen kommt kein King of Retail, weil morgen kommt nämlich eine Folge Rufft und zwar mit dem Bärtiger. Das ist dann der zweite Teil, der dann kommt. Und so wie es ausschaut, wird ab nächster Woche dann auch am Montag eine Folge Rufft kommen mit Sandman. Wir haben es doch irgendwie hinbekommen. Also ich muss jetzt mal abwarten, ob wir es wirklich hinbekommen, aber wir haben es anscheinend hinbekommen, dass wir nochmal Folgen aufnehmen. Ich spreche jetzt so ein kleines bisschen in der eventuell und ja, wir haben Form. Von daher ist es ganz schwierig zu sagen. Ich denke, wir werden die Aufnahme schaffen und dann wird am Montag oder ich würde mal sagen am Dienstag, weil dann kommt am Montag nochmal King of Retail, würde ich sagen, kommt dann am Dienstag eine Folge Rufft mit Sandman. So. Na komm, spring um. Verdammt. Gerade mal 5 Punkte. Wir brauchen 10. 10 Punkte brauchen wir. Da müssen wir auf jeden Fall hinkommen, dass wir nämlich in der Elektronik noch freischalten können. Ich würde jetzt mal sagen, die Handys. Ich denke, dass ich als nächstes die Handys freischalten werde. So, es ist ja hier noch einiges zu tun. Ich habe zum Beispiel auch die Farben noch nicht angepasst und gar nichts. Den Eingangsbereich, so wie ich es gesagt habe, werde ich auch machen, dass ich die Tür hier rüber schiebe. Nur dann muss ich das auf jeden Fall vorbereiten, dass es... Ups. Oh, du kannst nicht alles abladen. Ne? Da habe ich wieder mal nicht dran gedacht. Moment. Dann Lager, Liefereinheit. Dann kaufe ich aber gleich nochmal eine große. So. Nicht genug Platz. Ja, jetzt ist er natürlich wieder abgedampft, das ist klar. Ich packe jetzt mal ganz schnell aus. Ich hoffe auch, na gut, wir sollten trotzdem alles haben. Ist egal, wenn jetzt ja nicht alles dabei ist. Aber ich packe jetzt auf jeden Fall mal ganz schnell aus. Der Karl müsste ja draußen loslegen können, dass dann auch wieder die Ware im Regal hängt. Heute ist aktuell mal nicht so warm. Ja, Lieferung ist da. Der kommt tatsächlich nochmal. Das ist cool. Weil jetzt da gerade gestanden war, Lieferung ist da. Ach doch, tatsächlich. Geht sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wahrscheinlich hätte es mir dann hier drauf geschmissen. Finde ich auf jeden Fall gut, wenn die das so gelöst haben. Karl, du machst ja nichts mehr kaputt, ne? Dich habe ich ja hochgepimpt mittlerweile. So. Ich habe es auch gleich. Habe ich jetzt da hinten... Moment. Was ist das für ein seltsamer Schatten? Ich habe jetzt halt echt gedacht, da würde irgendwie die Wand offen sein oder sowas. Aber ist egal. Ich stelle mal die Regale jetzt hier rüber. So, zack. Ach so, da kam nochmal. Ach so, weil das Lager voll ist. Na gut, dann muss ich die Gelegenheit einfach nutzen. Lagereinheit und stellen wir eben jetzt hier für 2600 nochmal eins hin. Zack. Die bleibt mir aber weg, bitte. Ich pack das schon aus. Es schaut echt aus, als wären dahinter Lamellen oder irgendwas, ne? Aber das ist das Regal selber. Okay, wir könnten ja auch mal, jetzt habe ich schon angefangen, Geld auszugeben, dann kann ich gleich nochmal Geld ausgeben. Ich finde ja im Lager immer noch am passendsten von der Wand das hier. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe, glaube ich, dieses rötliche. Ich weiß nicht, ob das rötliche... Warum nicht? Ne? Das schaut irgendwie aus wie altes Holz. Irgendwie finde ich das cool. Das würde sogar so vom Ladenstil her absolut dazu passen. So, jetzt schauen wir nur mal, ob ich das da auch noch hinbekomme. Das ist so ein Millimeter, den ich jetzt da gerade bewegen muss. Ja, ich will das. Gut. Ja doch, dann hätten wir das hier schon mal. Dann gucken wir mal, ob ich den Boden... Nee. Der Boden muss irgendwie zementartig sein. Das ist aber auch nicht schlecht, ne? Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das finde ich gut. Ja. Doch, das hat was. Auf jeden Fall.
So, dann würde ich sagen, ich stelle mal die Liefereinheiten, weil ich muss ja gerade nicht draußen sein, ne? Das läuft ja alles. Die stelle ich jetzt mal dahin. Und die andere schiebe ich genau gegenüber. Und das müsste normalerweise noch richtig schön passen. Und da würde dann auch nochmal vielleicht zwei Stück hinpassen. Muss mal gucken. Man kann ja ein bisschen großzügig auch mal mit dem Lager umgehen, ne? So viel Zeug haben wir ja nicht. So. Hier war es auch schon leer oder es war noch gar nicht gefüllt? Hey, ja, ist ein Jubeltrubel hier in dem Laden. Thanks. So, machen wir mal hier. Hey. Thank you. Hey, can you help me? Excuse me. So, zack. Dann werde ich jetzt halt auch mal dann die ganzen Klamottenständer und so weiter werde ich dann mal umswitchen. Thanks. Eigentlich bräuchte ich das da hinten überhaupt nicht machen, ne? Weil wenn ich die Wände jetzt dann abreiß. Mache ich die da auch mal so. Oder zumindest mal hier, dass ich immer noch eins habe. Weil ich möchte das nämlich kopieren, mal hier an den Eingangsbereich und zumindest links und rechts davon. Ich weiß, dass der sowieso verschoben wird. So. Excuse me. Hi. Spare two seconds. Aber zumindest, ja, wäre auf jeden Fall mal was, ne? Mal was anderes auf jeden Fall. So, hey. Dann haben wir hier. Wir haben dann... Danke. Kann ich da noch irgendwelche Schlappen reintun? Was denn? Dauert es dir zu lang? Geh halt woanders hin dann. Meine Güte. Ja, nimm dir ruhig noch einen. Ja. Ja. Alles gut. Super. So, jetzt gucke ich mal, dass ich die... Klamottenständer, hey, das regt auf, ne? Wenn die Kunden so genervt sind, das regt mich auf. Bloß weil da jemand an der Kasse steht, der halt noch nicht so fit ist. Thanks. So. Erst füllen. Dann mitnehmen. Hi. Spare two seconds. So, dann stelle ich das nämlich mal damit hin. Ich weiß ja nicht, wie weit ich den Ding haben muss. Hört halt auf, mir zu winken. Ich kann es doch nicht ändern. Also aktuell noch nicht. Aber es wird. Ja, jetzt kommt ein bisschen Chaos ins Spiel, ne? Das ist klar. Hey, have a minute. So. Den hat er gerade aufgefüllt. Insofern brauche ich da jetzt nichts mehr. Ich muss halt immer schauen, dass ich das Zeug so ein bisschen daher bekomme. So, da können wir ja weiterbauen. Da haben wir jetzt diese ganzen Wandhänger. Wenn, dann würde ich sagen, tun wir die Wandhänger. Ich weiß nicht, wie weit es geht. Ne? Ich tue die Dinger jetzt wirklich einfach nur mal auf die Seite. Da sind die genervt, ey. Das ist ja... Wie? Wer pfeift da? Ist doch in Ordnung. Ist doch alles gut. So, da... Ist alles voll. Hey, zack. Got a second. Ja, da haben wir hinten fehlt. Gut. So, dann gehe ich mal dahinter, weil ich glaube, wir haben keinen zweiten Kassier Spare jetzt aktuell. Seconds. Dann mache ich mal hier die Kasse auf. Das ist schon mal gut. Jawohl, in der Bolognese kommen sie angelaufen. So. Ich muss bloß trotzdem dann später, wenn wir hier weiter bauen, dann hier die Wand frei machen. Da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht setze ich das Zeug auch erst einmal hier in die Wand, dass ich dann die Kasse einfach mal ein bisschen vorrück. Das wäre ja auch egal. So, und es müsste ja auch eine zweite Kasse dann kommen gleich. Oder? Nee, kommt keine zweite Kasse mehr. Wir sind schon am Schluss. Dann bleibe ich jetzt einfach mal da stehen. Manchmal verfliegt der Tag, das ist der Hammer. Wir haben ja nur bis 20 Uhr offen. So, Leute, kommt her, zahlen, los, gebt mir euer Geld. Eine Stunde habt ihr noch Zeit. So, wir haben auch schon den 1. Juli. An einem Sonntag mache ich auf, ne? Das ist schon... Ich glaube, man kann... Kann man generell eigentlich einen Tag zumachen? Ich glaube nicht, ne? Also ich müsste halt das immer manuell steuern, dass ich dann sage,
Nächster Tag bleibt geschlossen, aber jetzt hat generell das einzuplanen, dass ich sage, immer sonntags ist zu. Keine Ahnung. Genau, dann kann die offen. Oder warte mal, die mache ich jetzt zu. Zack. Dann stelle ich die, nehme ich jetzt einfach mal hier vor. Mir ganz egal. Weil dann kann ich nämlich anfangen, dass ich diese Regale hier rüber schiebe. Je früher ich damit anfange, desto besser ist es ja eigentlich, ne? So, die Tür kommt ja eh weg. Na, das lasse ich jetzt lieber. Die Tür kommt jetzt halt eh weg. Fortsetzen. Schließen. Los geht's. Es geht rund. So, Janek. 2 Punkte hast du. Jetzt schicke ich dich aber auf Schulung, das sage ich dir. Mir ganz egal jetzt. Werden wir schon hinbekommen irgendwie. Du hast einen Punkt, aber du bist auch schon voll geschult. Pascalo. 2 Punkte. Geh auf Schulung. Und Konstantinos. Der. Oh ja, das ist gut. So, also das haben sie auch noch nicht gefixt, dass da die Counters drin stehen bleiben. Dann haben wir das. Okay, dann sind wir alle durch. Ich schaue mal ganz kurz. Wir haben auf jeden Fall 2 Kassen. Jetzt kann ich auch anfangen, dass ich sage, wir machen dich hier am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Bist du dann schon ausgeschult? Ja. Ja. Moment. Donnerstag, genau. Freitag. Und Samstag. So. Und du bist dann am Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter immer in genau diesen Schichten da und hast dafür am Sonntag frei. Das ist doch mal eine Arbeit, huh? Das passt. So, du hast ja am nächsten Tag frei, also gebe ich dir jetzt nicht frei. So, damit haben wir auf jeden Fall immer 2 Kassen besetzt. Das ist doch schon mal ganz gut. Das passt eigentlich auch. Das haben wir schon eingestellt. Hier haben wir Yvonne. Muss nochmal auf Kurs gehen. Ich schicke dich jetzt auch auf Kurs, mir ganz egal. Wir haben zwar dann nicht so viele Leute im Verkauf, dann schiebe ich dich jetzt mal am Montag in die Uhrzeit 12. So, dann passt es nämlich auch wieder. Kurs, eigentlich hätte sie frei, ne? Aber also von der Stimmung her, aber das, dann haben wir ja gar niemanden mehr da. So, hier werden wahrscheinlich einige meckern, dass sie einen Tag frei brauchen. Genau, und Gehaltserhöhungen. Das wollen wir gleich mal im Keim ersticken. 376 Artikel, wunderschön. Ich kaufe aber jetzt keine neuen Klamotten. Wir lassen das jetzt mal, weil wir sind bei 10.000. Ja, brauche ich sonst nichts weitermachen. Wir haben Sachen bestellt. So, Entschuldigung. Das nervt wirklich. Am besten gleich mal einen Schluck Kaffee. Sehr viel am Labern heute gewesen. So, dann würde ich sagen, stellen wir doch mal das ganze Ding hier um. Ich bin mal gespannt. Also, ich drehe mal wieder zurück. Ich bin mal gespannt. Dann bewegen wir mal die Fassade. Jawohl, die soll nämlich bis in der Ecke hinten sein, dass wir dann hier so einen Einlauf hat. Das ist auch schön. Wir haben den Einlauf hier bei uns im Markt. Ist doch klasse. Und dann bauen wir eben da hinten weiter und werden hier so ein paar Ladengeschäfte quasi wieder mittendrin entstehen. Freue mich schon drauf. So, Fassade selber. Fassade. Fassadentyp auswählen. Ich würde ihn lassen. Ich würde ihn lassen und Fassade anpassen. Was haben wir dann da? Ach so, da können wir die Farben anpassen. Okay. Sekunde, dann mache ich das lieber rot.
und mach die andere mal in dem Grau. Das sieht doch besser aus irgendwie. So, die Zeichenfarbe selber. Namefarbe, da kann ich gar nichts ändern. Okay, akzeptieren. Das Ganze kostet uns 260. Ist auszuhalten, würde ich mal sagen, ne? Okay, kaufen. Dann sollte es sich jetzt hier sonst nichts verändert haben. Nee, das ist cool. Das ist cool. Wir haben ein großes Lager. Eventuell, wenn das Lager wirklich zu groß ist, dann würde ich schauen, dass ich das noch um die drei Felder hier vorne vielleicht kürze. Aber ich denke, das wird ganz gut passen. So. Wir haben alles. Wir haben nur die Werbung noch nicht geschalten. Jawohl, die mache ich dann auch gleich wieder für 2 Tage. Oberteile, Hosen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir die 5 Punkte bekommen, dass wir schon die Handys mit reinnehmen können. Aber sollte demnächst soweit sein. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist dann im nächsten Part. So, dann das Ganze 2 Tage. Kaufen. Wir gehen weg und wir gehen raus. Ja, wir gehen raus. Schauen wir mal hin. Zinsen. Also einen kriegen wir jetzt auf jeden Fall. 2. Okay, den haben wir natürlich nicht ganz. Im anderen Laden haben wir auch noch keinen bekommen. Jetzt haben wir 7 Punkte, also 3 fehlen noch. Das ist gut, gut. 27.000 haben wir. Oh, mit einer Laterne direkt vorm Eingang. Hä? So, der Harry kommt. Und jetzt hat er natürlich einen einfachen Weg, ne? Einen kurzen Weg. Der geht hier rein und geht direkt ins Lager. Ja, das wird gut. Ich sehe es kommen, dass das gut wird. So, jawohl, einmal rum um die Paletten und dann lege er ab. Zack, gut, passt. Okay, damit haben wir das ausgepackt. Dann muss ich natürlich noch die Fenster schnell dekorieren. Wir machen natürlich wieder, ganz klar, meine Shirts rein. Lass mal schnell laufen. Und dann würde ich sagen, machen wir auf der anderen Seite, genau. Ach, nö, können wir sogar lassen. Das ist okay. Ich weiß gar nicht, warum war dann das weg? Wahrscheinlich, weil ich die Fassade ganz hier rüber geschoben habe. Das kann durchaus sein. Okay. Excuse me. Machen wir mal die Farbe. Nein, die Farbe, habe ich gesagt. Von der Wand. Hier komplett in diesem Blech-Optik. Müsste passen. So, dann schaue ich mal, dass ich hier noch einräume. Artikel hinzufügen. So, wo ist mein Karl? War aber heute nicht sehr schnell hier am Einräumen. Hey, can you help me? Kommt drauf an, wo er ist, ne? Hey, can you help me? Da hinten ist der. Sag mal, wie lange brauchst du denn du zum Einräumen? Das sind ja noch alle Dinger leer. Wir haben 12? Hey, can you help me? Ja, komm schon. Ach nein, ich komme nicht. Konstantin, bleib da. Bleib da, Konstantin. Ich habe dich jetzt nicht gesehen. So. Ja, jetzt Moment halt. Konstantin ist doch schon da. Der kann doch auch nicht schneller. Nicht schnell. Naja, ein bisschen gemütlichen Gang haben sie schon, die Mitarbeiter. Ne? So. Und da noch nachfüllen. Gut. Ja, ja. Und schon wieder sind sie genervt. Ne? Genervt ohne Ende. So, wir haben jetzt hier eine riesen Ladenfront. So, dann könnte ich jetzt, wenn wir ja hier erweitern, das Zeug jetzt erst einmal hier rüberbringen, ne? Wäre ja eine Möglichkeit. So, na? Ist Schlappen aktuell angesagt, hm? So, zack. Dann schaue ich natürlich auch, dass ich die Sachen noch rüberbringe. Und zwar tue ich die jetzt auch mal hier an die Wand. Ich weiß, dass das dann ein bisschen chaotisch wieder mal ausschaut.
aber ihr wisst, was mir das ist. Thank you. Es wird ja im Laufe der Zeit jetzt halt auch umgestellt und umgebaut. So. Schauen wir mal. Hey, got a second? Thanks. Hey, can you help me? Dann kommt der hier noch weg. Hey, got a second? Dürfte ich meinen Ständer mal hier wegnehmen? Das wäre ganz lieb. Dankeschön. Thanks. Zack. Immer noch auffüllen, was geht, wenn was geht. Also auf jeden Fall haben wir jetzt hier alles an Kassen drin. Thanks. So. Stellen wir den mal noch so sinnlos in die Ecke. Hi. Gut. Wie sie manchmal Anlauf nehmen, wenn sie was rausnehmen aus dem Regal, ne? So ein Spagat, den die antäuschen. Das ist euch wahrscheinlich auch schon mal angefallen, ne? Aufgefallen? Angefallen. Anscheinend ist es doch noch ein bisschen warm, oder? Das sind die Nachwehen von der Hitze. Thanks. So. Ja, heute ist Schlappentag. Ich sehe es schon. Ihr seid alle ganz heiß auf die Schlappen heute. Thanks. Hey. So. Das ist ja der Eingangsbereich. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht merch-mäßig das ganze Zeug dahin hänge. Da könnte ich doch dich hier mal mir schnappen. Ne, so direkt neben das Schaufenster, warum nicht? Das gehört ja da auch dazu. Hi. Spare 2 seconds. Dann schnappen wir uns dich. Hi. Spare 2 seconds. Hey, ja, das passt schon. Wir können das schön eng machen. Weil wir können dann auch... Ja, komm, einen Millimeter möchte ich noch so. Okay. Wir haben da in der Mitte, was war da drauf? Freedom Squad. Okay, und da haben wir ja dann diesen komischen Dingsen. Genau, dieses, ja, für mich schaut es immer aus wie so ein Minecraft-Männchen. Ey, echt alles weg, ne? Cool, 16.10 Uhr. Was, ich komme? Nee, Alena ist schon da. Ihr braucht eine zweite Kasse, sollt ihr bekommen. Die Kollegin kommt schon. Ist quasi unterwegs. Denke ich zumindest. Ja, Carolina ist unterwegs. So, dann könnt ihr da vorne... Da machen wir nochmal Fun-and-Game-Sachen hin. Kleidung, Oberteile, Wandhänger. So, zack. Schauen wir mal. Ich krieg keine zwei mehr hin. Unmöglich. Dann ziehe ich das Ganze so ein bisschen in die Breite noch. Und mal schauen, ob ich das möglichst gleichmäßig hinbekomme. Zum Fenster vorne ist ja sehr viel Platz. Da brauche ich jetzt halt nichts weiter machen. Aber ich glaube... Ja, doch nochmal ein bisschen. Doch. Das ist gut. Wurde wahrscheinlich was zurückgegeben, wenn das Zeug wieder reinkommt. Oh, da habe ich nichts. Achso, ja. Habe ich ja gerade gekauft, ich Tödel. So. Thank you. Ich sage, gehen wir mal hier rein. Nee, das mache ich dann im Büro. Mache ich das dann. So, dann haben wir hier alles Lager, was hier hinten ist. Man hat einen schönen Eingangsbereich hier. Dann könnte man aber auch hier das Ganze noch zupflastern mit, warum nicht, ne? Probieren wir mal, wie das ausschaut. Mit Kleidung. Und zwar auch wieder Oberteile, Hänger. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich mache das ja nicht weiter wie bis zu der Wand. Mal gucken, wie wir rauslaufen. Ich schaue, dass ich ungefähr den gleichen Abstand bekomme wie da vorne. Ich gebe schon wieder alles Geld aus, ne? Passt. Und dann sollte ich trotzdem das Ganze mal farbig ein bisschen anpassen. Merch-Hosen gibt es ja nicht. Ah, das könnte genau passen. Ey, ist optimal, oder?
2, 4, 6, 7. 8. 8 Stück. Ja, ich muss nachkaufen. Es geht gar nicht anders. Ihr seht ja, es ist um einiges mehr los aktuell. Ich kann hier schon nicht einmal mehr nachfüllen. Also wenn jetzt ja nicht irgendwer verärgert weggeht. Aber so kriegen wir wenigstens alles mal raus, ne? Kriegen wir mal die Lager wieder leer. Das ist aber wirklich heftig. Die Aufsteller lasse ich jetzt halt einfach so, wie sie sind. Heftig. Excuse me. Kann das von an der Werbung liegen? Ich meine, klar, die Werbung macht auf jeden Fall was aus, aber thank you. So viel? Thanks. Wahnsinn, alles schon weg. Alles schon weg. Excuse me. Eine von euch zwei Kassiererinnen, Alena, dich kann ich nach Hause schicken. Thank you. Geh ich da nämlich her? Mach ich die Kasse noch? So, ihr könnt ruhig euch die ganzen Schuhe noch schnappen, die da sind. Hey, habe ich nichts dagegen. Thanks. So, kommt noch jemand zum Zahlen? Da drüben. Perfekt. Hat perfekt gepasst. Ja, und jetzt können wir nämlich auch hier demnächst weiter werkeln an der Wand. Das ist gut. Oh Mann, schon wieder so weit, ey, das ist... Dann lasst uns mal noch das Zeug hier durchgehen. So, du kannst 2 Punkte vertragen. Die Prozente lasse ich dir mal noch. Na, wenn es hilft, einen Umsatz zu generieren, dann sind auch Prozente gut. Weil verdienen tun wir ja trotzdem was. So, du musst auf jeden Fall jetzt auf Schulung. Alina, Clemens... Einen Punkt hier. Konstantino. 5 Punkte. Dann haben wir den Mike noch. Mike. 2 Punkte, jawohl. Und das war's. So. Wir gucken einmal hier rein. Passt alles? Dann passt alles. Ändere ich gleich wieder um. Und du bist jetzt halt ausgeschult. Wo tue ich dich hin? Warte mal. Du bist, Alina, du bist bis 19, oder? Nee, du bist auch am Schluss. Das ist gut. Dann mache ich Yvonne bis 19 Uhr. So. Zack. Dann passt das nämlich auch vom Verkauf her, das ist ideal. Die Anna würde ich tatsächlich sagen, die schicke ich mal nach Hause. Die braucht auf jeden Fall einen Tag frei. Wir haben immer noch genügend da. Ich könnte auch den Yannick mal nach Hause schicken, ne? Das wäre, glaube ich, auch in Ordnung. Dann haben wir immer noch 4 Verkäufer. Okay. So, E-Mails. Ich brauche einen freien Tag. Ja, alles klar. Den habe ich dir bestimmt gegeben. 373 Artikel. Das ist cool. So, und dann haben wir gesagt, 8 Hemden. So, Kleidung, Oberteile. Wir gehen auf La Fashionable. Die ersten Hammer, die haben wir bis einschließlich dem lilanen. Und dann kommen die Karo. So, das heißt, ich kann noch die Rot und die Blau reinmachen. Da mache ich natürlich auch dann gleich 10. Hätten wir schon mal 1. Dann 2. 3. 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Und Nummer 8. So. Muss ich euch nur noch alle ändern in 10 Teile. Und dann muss ich eigentlich nur noch dran denken, dass ich das auch rein tue.
Ich glaube, ich hatte jetzt alles. Ne? Ich habe halt bis da... Ja, doch, das müsste passen. Okay, Mindestlager und nochmal 160 Artikel hinzufügen, bestellen. Und ich habe immer noch 13.000. Na, das geht doch. Und wir schieben sogar 1.781 noch rüber in den Konzern. Das ist doch hervorragend. Schauen wir uns einmal noch die 5 Bewerbungen an. Schauen wir mal. Ich brauche im Laufe der Zeit Leute. Na? So, Wiederbeschaffung ist ja auch in Ordnung. Der verärgert sowieso die Kunden. Also nehme ich dich für die Wiederbeschaffung. Okay, aber nicht wenig. Ja, alles klar. Gerne. Ja, und wenn man schon immer zu früh hochschnackelt mit dem Gehalt, dann sind die natürlich damit auch zufrieden. Ne? Von daher ist es, glaube ich, nicht einmal so verkehrt, wenn man immer erst einmal weiter unten anfängt. Aber so ungefähr die Hälfte nehme ich ja immer. So, der lernt schneller. Keine Ahnung. Ich nehme dich jetzt halt auch für Dings, fürs Lager. Wobei du natürlich überbezahlt bist für Lager, ne? Das Schöne ist, dass man jetzt mittlerweile bei den Einzelheiten alles sieht, ne? Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Also wenn, dann könnte ich ihn vielleicht nehmen auch fürs Marketing. Und sollte ich dann irgendwie mal jemanden brauchen, der was einräumt, dann kann ich den schnell rüberziehen. Okay, Bjarne Michael. Bjarne, Moment, ich muss dich nur mal ganz kurz gleich umstellen. Bjarne Michael, du kommst nämlich hier auf das da. So. Oh, Auge juckt. Dann, ups. Dann beginne Vorstellungsgespräch mit ihm hier. Könnten wir nochmal einen Kassier vielleicht haben? Könnten wir aber auch in den Verkauf stecken, weil Verkauf brauchen wir auf jeden Fall dann noch Leute auch. Machen wir einen Verkauf. Ja, das ist mir schon klar, dass dir das nicht gefällt. Das ist etwas weniger als in meinem letzten Job. Das ist gut. Der Sven Grunwald wird angestellt für den Verkauf. Sven Grunwald. Einmal alles ändern, bitte. Ich liebe es, dass es jetzt halt komplett geht. So, dann haben wir immer noch 2. Jawohl, die ist schon super fähig für die Kasse. Die will aber natürlich ein bisschen mehr Geld, deswegen biete ich hier auch mal 11 Euro an. Ich sag mal, für das, dass ich dich da nur an die Kasse stelle, entweder du akzeptierst jetzt diese 14,20 Euro, ne, machen wir 14,50 ungefähr. 14,44. Okay, hat sie akzeptiert, dann passt's. So, die Lara Fritsche stellen wir an. Für die Kasse, die kann ich also lassen, wo sie ist. Und die letzte Bewerbung, der Brian. So, Brian, was hast denn du drauf? Du bist der perfekte Wiederbefüller. Du machst es knapp, alles klar. Und dann haben wir noch einen Wiederbefüller, ist doch cool. Läuft, würde ich sagen. So, dann machen wir natürlich erst einmal unsere Mannequins hier auf Schulung schicken. So, dann haben wir hier Marketing. Dann haben wir hier einen Verkäufer. Da haben wir niemanden. Dann haben wir hier die Lara noch für die Kasse. Die kann auf jeden Fall, ne? Die ist ja eh schon hier voll. Und dann haben wir noch den Brian für die Wiederbefüllung. Ah, der ist ausgebaut. Hervorragend. Dienstag? Dienstag, dann machen wir mal das so. So. Also, du hast einen freien Tag, jawohl. Du bist auf Kurs, jawohl. Das heißt, wir haben an den Kassen 2, einen 2. Ne, 2, 2. Das passt. Weil Lara ja die Neue ist. Ach, die schummelt sich schon wieder genau hier mitten rein. Ne? Ach, das ist so. Naja, gut. Naja, 3 Kassen werden wir mit Sicherheit dann demnächst bekommen.
Dann haben wir den Johannes. Der passt, das passt, das passt. Der Brian ist ja der Neue. Da ist jetzt dann die Frage, ne? Ich würde ihm vielleicht einmal einen Tag freigeben noch, dass wir nur die, mit den anderen zweimal arbeiten. Er ist ja schon ausgebaut, also passt es. Drei Verkäufer am Start, vier Verkäufer am Start. Ist natürlich relativ wenig, aber ist okay. Müssen wir durch. Und Marketing, ja. Das stellen wir dann beim nächsten Mal mit ein. Da können wir noch nichts machen, da können wir nichts machen. So, dann schauen wir jetzt halt mal. 1524 gehen noch rüber. Das passt. So, da habe ich auch noch einen Tag. Optimal. Okay, mag jetzt ein bisschen knapp über eine halbe Stunde sein, aber ich denke, das ist ja in Ordnung, ne? Ich bin jedenfalls ganz froh über das, was wir heute geschafft haben. Wir schauen uns das nächste Mal vielleicht noch hier das an, wenn wir es uns jetzt sofort anschauen. Das können wir ja eigentlich auch machen, ne? Komm, machen wir das noch. Ladenbereich, gucken wir mal, wie weit wir gehen können. 5.900, also 6.000, das wäre die Hälfte. Was würde es sein, wenn ich das da auch noch mit dazu nehme? Dann wären wir bei 10.300. Wisst ihr was? Das riskiere ich. Das riskiere ich. Wenn ich das ausgebe, dann habe ich immer noch 2.500. Perfekt. Dann haben wir das nächste Mal gut was zu tun. Alles klar. Wie gesagt, morgen kommt ja ein Besuch in Ruft bei Bärtiger, also der zweite Part davon. Dann am Montag, ich denke am Montag kommt dann hier King of Retail und am Dienstag dann Ruft mit dem Sandman, wenn alles hinhaut. Ne? Okay, ansonsten würde ich mich freuen über ein Like, über Kommentare und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.